starten. So. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Live-Let's Play. Der Stream läuft auch nebenbei. Ja. Die Woche kam nicht viel Minecraft, es tut mir sehr leid. Nach dem letzten Mal hatte ich dann Kopfschmerzen, habe die Aufnahme abgebrochen und den Stream. Und kam dann auch nicht wirklich zum Aufnehmen mehr. Die Woche. Ich habe offscreen nochmal kurz ein bisschen Wolle gefarmt. Zwecks dem Markt, den würde ich auch gerne fertig machen. Warum kein nicht ein Atomkraftwerk? Weil das ein bisschen zu heftig wäre für die Welt. Und ich außerdem keine Möglichkeit habe, ein Atomkraftwerk zu bauen. Ich habe kein Atomkraftwerk, also ich habe da nichts irgendwie für so Reaktoren und so habe ich gar nicht drin. Könnte ich also gar nicht bauen, selbst wenn ich wollte. So, erstmal wieder alles zurecht basteln hier. Ach, die habe ich auch, die Glowstones. Ich würde sagen, Kohlekraftwerk heute. Das mal anfangen. Gut, Aufnahme und Stream, ne? 10 FPS statt. Normal. Gut. Ich brauche ganz viele Eimer. Für das Lava und das Wasser. Okay, 13 Eimer. Das wird nicht reichen. Das wird sowas von nicht reichen. Machen wir ein Stack draus. So. Oh lol. Hier machen wir zwei Stacks draus. Ich weiß gar nicht, wie groß das war. Also wie viel ich da brauchte bei dem Thermokraftwerk jetzt. Das war recht groß, ne? Die Frage ist halt, die Elektroleitungen unten drin kann ich theoretisch teilweise sogar lassen. Wobei, ich werde, warte mal, hier oben war doch, obwohl, hinter dem Thron, das sieht man ja eh nicht. Obwohl, ich würde ja schon gern da irgendwie so ein bisschen, das Licht hätte ich schon gern, das heißt, das Kraftwerk werde ich dann hier hinbauen. Eher. Das Stromhäuschen lasse ich. Wie komme ich jetzt da runter, ist die Frage. Das sind alles Batterien gewesen, ne? Ja. Oh, das wird jetzt lustig. Ich muss jetzt irgendwie da runter. Oh, Mama, hier ist ein Hai. Hai, hai, hai. Warte mal. Wie, wo, was? Ich muss erstmal irgendwie... Boah. 10 FPS. Hilfe. Ja, das ist Sofengarde. Ich bin echt froh, wenn wir hier weg sind. Ich mag Sofengarde, aber die FPS sind schon ein bisschen... Ja... Bescheiden. Sagen wir mal bescheiden. So. Zack. Okay. Ich muss das hier wegmachen. So. Zack und zack und zack. Nicht da reinfallen. Okay. Das heißt, ich könnte mich hier runter buddeln. Hier so. Da hätten wir das erste schon weg. Zack, zack und zack und zack. Ja, ich denke, dass das Kohlekraftwerk passt einfach auch besser zu der Stadt an sich. Thermokraftwerk, saubere Energie, das passt dann schon eher. Oh, jetzt wird halt erstmal alles dann auf Eis gelegt. Aber ich hatte Batterien noch. Du hast es noch gut mit der FPS. Ich baue mit 4 bis 7 FPS in meiner Stadt. Alles klar, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen happy. Meine Stadt ist nicht die schlimmste Stadt, die es gibt. Da bin ich sehr froh drüber irgendwie. Ach so, ich dachte schon. Okay. Zack. So. Ich muss die Stromzufuhr komplett kappen jetzt. FPS-Einbruch, Hilfe! Ich sehe nichts mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, FPS, verlasst mich nicht, bitte. Oh, jetzt habe ich ja hier. Ja, okay, da muss ich dann auch mal drauf achten noch. Ja. Gut, das hier kann ich lassen. Das müsste passen. Jetzt muss ich hier überall natürlich... Seid ihr uns schon voll? Das mal alles hier rein.
Zack. Nehmen wir alles gleich mit. So, kann ich das dann alles gleich in Midgard alles gleich so aufbauen? Oh nein, halt, komm zurück. Dann habe ich da alles gleich quasi dabei. Weißt du schon, wie du das Hauptproblem löst? Bau doch den Bahnhof weiter weg. Ich habe eine Idee. Der Bahnhof, ne? Ich mache das mit den Gleisen. Es werden viel, viel weniger Gleise. Ich habe nämlich überlegt, ich mache das so. Ich will ja eh so ein bisschen einen Mix machen zwischen Menschen und Elben. So, der Baustil der Hauptstadt. Und da habe ich mir überlegt, den Bahnhof, so wie er jetzt ist, ich lasse den so, optisch, mache aber nur zwei Gleise. Und alle anderen Flächen, die noch da sind, wo die Schienen mal waren, da will ich einen richtig dichten, magischen, bunten Wald hinmachen. Komplett auch innerhalb des Bahnhofs, dass die, wo mal noch Schienen waren, dass diese Flächen komplett überwuchert sind und dass es oben aus dem Dach rauswächst. So richtig mystisch halt einfach. Habe ich mir überlegt, das sieht vielleicht ganz geil aus. Das würde vielleicht auch schön passen. Dann umgehe ich die Schienen, dass ich halt mehr Schienen habe. Nutze aber die Fläche, die ich jetzt schon geschaffen habe für die Schienen. Denke ich optisch schön aus. Ich denke, das kann man machen. Müssen wir erst gucken, wie es dann aussieht. Im Endeffekt. Oh. Jetzt habe ich einmal Lava vergeudet. Ja gut, was soll's. Passiert. Ich käme besser, wenn ich das einfach alles zumache, ne? Ich brauche halt so viele Eimer dafür. Die ich dann im Endeffekt nie wieder brauchen werde, die Eimer. Zack. Weiß jemand, bei den Bäumen fallen noch diese Blätter runter? Was ist denn das? Also was muss ich denn da quasi ausschalten, dass das aufhört? Da kriege ich auch nochmal gut FPS dazu, wenn das weg wäre. Ich weiß auch nicht, was ich ausschalten muss für. Ach, drum es regnet, ey. Ich vermute ja, dass Rays of War das verursacht. Denke ich auch, es spielt mit rein. Weil Rays of War ist schon ein bisschen heftig. Wir können nur eine Schiene machen. Ich würde in dem Bahnhof schon ganz zwei Schienen irgendwie als Bahnhof machen. So, mal gucken. Was ich aber auch noch machen werde, ich werde diese Wälder, die ringsrum sind, ich werde die großen Bäume trotzdem abholzen. Denke ich. Ich holze die Bäume ab. So dass Minecraft diese Wälder an sich nicht rendern muss. Und pflanzt irgendwelche kleinen Bäume an, die nicht so groß werden einfach. Ich hoffe, dass das hilft. Ich denke, dass es hilft. Deshalb Wasser kriege ich immer und überall. Aber die Lava, ne? Die möchte ich gerne behalten. Das wäre mir ein Wunsch. Ein Bedürfnis. Nein. Oh, das ist schon alles. Ne, hier noch. Okay, das war schon die letzte Lava. Ja, gut. So wie dazu. Dann packe ich das Eisen in den Rucksack. Jetzt habe ich auch nicht mehr mein Licht. Machen wir hier so ein, zwei Lichteln hin, so. Hier ruckelt es auch gerade mega. Ich würde sehen, ob hier irgendwo nochmal so ein Riss bis nach unten ist. Das war aber schon das Problem. Also dieses Loch, was bis durch den Bedrock durchging und das Wasser floss darunter. Das war schon auch definitiv ein Problem. Das hat das auch mit echt ausgelöst. Also könnte man ja denken, dass es hier vielleicht auch noch vielleicht irgendwo sowas gibt. Man findet es halt so schwer, wenn es das wäre. Na. So, die ganzen Thermodinger. Ich weiß ja nicht, wie ich das Kraftwerk, also das Kohlekraftwerk so richtig baue, ne? Ich habe keine Idee. Das weg hier so. Ich
ich denke, wenn jetzt hier nicht mehr so viele Stromkabel sind, sollte die FPS auch, das sollte vielleicht auch noch mal ein bisschen was bringen. So, mal gucken. Wenn das jetzt auch besser wird, wenn ich das so wegmache, ne, mit der ganzen Lava und das alles, da ist natürlich auch die Frage, wenn das jetzt was bringt, dass die Kabel weg sind, diese Lava, alles hier unten. Es bringt nämlich irgendwie schon gerade was, ne? Ja, ne, doch nicht. War eine optische Täuschung. Weil da könnte man ja sagen, okay, man überlegt sich für Midgard eine komplett andere Energiequelle. Aber, nee, das scheint immer noch so zu sein. Gut, dann lag es nicht daran, dann können wir die Energiequelle weiterverwenden. Das ist auch was Positives. So, das noch einsammeln, zack. Hier habe ich alles. Die Batterien hier würde ich auch mitnehmen. Jetzt gerade zehrt der Sofen gerade komplett von den Batterien. Die sind ja alle komplett voll hier, die Batterien. Obwohl, so viel macht der Sofen gerade jetzt gerade gar nicht mehr, dass das so krass beeinflusst wäre. Hier ist nichts mehr. Du kannst dort ganz viel ausschalten. F8. Oh, ach, hier ist das extra Leaves. Das ist das, ne? Das ist das, glaube ich, ne? Bitterkaktus. Ich glaube, Falling Leaves, hier. Force. Dicke. Force. Jetzt ist es ausgeschaltet, ne? Jetzt müsste es ausgeschaltet sein. Extra Leaves. Extra Round Leaves on Leaves Blocks. Mach's mal aus. Gut, die Grassy Tour, das können wir alles lassen. Round Locks ist sowieso aus. Was könnte helfen? Was? 30 FPS in Sovngarde? Ich bin. Wow, ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Lol, es bleibt echt so. 20 FPS? Freue mich gerade. Oh, danke schön, Oma Jeschen. Danke schön. Oh Gott, wie flüssig das auf einmal läuft. Oh mein Gott. Dass ich das noch erlebe. Dass es insofern gerade mal mehr FPS als 10 gibt. 20 FPS? Das ist. Ich bin begeistert. So, das noch. Die nehmen wir alle mit. Ein Staudamm wäre auch eine optionale Energiequelle. Ja, das stimmt. Dann ist die Frage dieses Drehen der, der Wasserräder. Wie das mit der FPS aussieht. Die Frage ist auch, könnte ich bei Midgard einen Staudamm effektiv mit rein, mit anbauen? Eigentlich schon. Es ist ja eh auf diesem Plateau, da könnte man ja eine künstliche Wasserquelle machen oder so einen Stausee quasi. Ich muss jetzt sowieso mal erklären, wie ich das bei Midgard geplant habe. Ich habe da auch einen riesen Garten, eine riesen Gartenanlage geplant. Das soll richtig schlossmäßig aussehen. Aber so richtig. So, das kommt jetzt hier rum. Ist das nicht alles gleich voll? Doch, ist doch alles gleich voll. Okay, dann nicht. So. Das Gute ist, ich gewinne jetzt halt auch richtig viel Stromkabel. Und das muss ja alles bleiben. Das ist die Hauptader der Stadt. Die muss bleiben. Und von hier aus müsste ich halt jetzt gucken, wie ich das baue. Ich könnte jetzt hier unten natürlich alles ausbuddeln, aber brauche ich eigentlich nicht. Das ganze Zeug kann ich noch wegmachen. Das lasse ich von oben dann eh nicht so. So. Das kann auch weg. Das kann weg. Das hier und das hier und das hier. Na, ich hänge unten fest. Achso.
wollte ich nicht. Okay, kann ich von oben noch kaputt machen zur Not. Wenn ich wieder hochkomme. Moment. So. Dann mache ich den Boden komplett weg und mache das komplett anders. Das ist eigentlich nicht nötig unbedingt. Oh nein. Ja gut, dann Radikalkur. Machen wir es so. Oh, das war taktisch nicht so clever. Egal. Komm. Nee. Das war unklug. Ich geb's zu. Halt. Okay, dann mache ich das hier doch alles weg und pack das Layout oben drauf. So, fertig. Wieder entsteht ein Hohlraum, ne? Das ist eigentlich echt voll doof. Das lässt sich echt nicht wirklich verhindern, so Hohlräume. Ganz schwierig. So, mach ich das oben hin. Na, 8 FPS. Wo sind die FPS? Da nicht so viele FPS da. Wo sind jetzt die FPS schon wieder hingedroppt? Ach, das ist diese animierte... Ach ja. Okay, das habe ich also auch ausgeschalten. Jetzt sieht es wieder total klassisch aus. Oh, wie traurig sieht es jetzt. Jetzt sieht es traurig aus. Morgen fliegt ein Asteroid an der Erde vorbei. Cool. Ach stimmt, den habe ich mitgekriegt. Das sagt mir sogar was. Ich hätte mal wieder richtig Lust auf Kurbel, ne? Aber der gute Pippa leider den Server, ich kann da so einfach jetzt nicht spielen. So. Das machen wir alles weg. Hüpfen kurz mal hier runter. Ich kann natürlich erstmal irgendwie die Kabel legen. Ich muss mir erstmal jetzt gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Ich mache mal alles Glas jetzt weg. Nein, ach shit. Ich wollte nur hier hoch. Lass mich jetzt hier hoch. Spiel. Danke. Ich mache mal das ganze Glas weg. Dann gucke ich mal, wie ich das überhaupt mit den Kabeln mache, wo ich jetzt... wie viele Generatoren mache ich, ist die Frage. 6 Stück, 3 auf jeder Seite. Also von den Kohlegeneratoren. Hm. Ich so, 3 Stück ist okay, oder? Also ist es 6 Stück, 3 auf jeder Seite. So viel Strom braucht Sofen gerade gar nicht. Ich würde es gerne hier hinten gleich hinbasteln. Also hier hinten so. Ich mach die Schrägen mal weg. So, die kommen mal weg. Nein. Mist. Okay. Die Schrägen sind weg. Wenn ich das als Rückwand mache, ich will ja nicht unbedingt vor dem Fenster dort sein. Das heißt, hier hinten wäre schon okay. Also ich würde das Stromkabel noch ein bisschen hinten ziehen. Oder ich mache 8 Stück. 2, 2. Also immer 2, 2, 2, 2. Dann kann ich 4 fette Stromsteine machen. Kennst du das Computerspiel City Skylines? Das kenne ich ja. Ich hatte es mal ganz kurz, aber ich muss sagen, ich war nicht so begeistert davon. Ich mag eigentlich so Aufbaudinger und so. Das ist, ne, ist genau meine Schiene, aber ich war von City Skylines nicht so... Weiß nicht, irgendwie hat mir was gefehlt. Oh, es klingelt. Ich hoffe, da geht jemand. Ich mag nämlich gerade einfach nicht. Ich nehme die Post. Okay, ich mal schnell. Ich hoffe, da geht jemand. Mal gucken.
Ach so. Okay, ich muss doch gehen. Eine Sekunde. Moment. Okay, das tut mir jetzt leid, das war jetzt abrupt. Eine Manga-Lieferung kam an. Ich bin voll neidisch hier oben. Meine Irschen, ich habe meine Irschen vergessen. Verdammt. Oh hier, warte mal. Ein bisschen chaotisch. Machen wir die Folge noch ein, zwei Minuten länger. Für diesen schnellen... Dass ich jetzt schnell weg musste, ist natürlich doof. Nein, jetzt hat meine Facecam wieder zauern. Alter, heute ist aber auch der Wurm drin. Ich sehe voll grün aus. So. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Das Chaos aufräumen. Okay, Moment. Ich habe die Aufnahme jetzt gar nicht nämlich beendet und gut, lass mal einfach wieder laufen. Mach ich dann ein, zwei Minuten länger. Das passiert. Oh, zack, zack, zack. Ich glaube, ich weiß, warum die FPS gerade so krass sind, weil jetzt gerade so viele Items hier rumliegen. Ich glaube, das ist der Grund. Aber dadurch, dass ich das jetzt hier wegmache, ne, kriege ich schon ganz, ganz viele Carpenters zurück, was auch gut ist. Michael, das ist Standard. Das ist so Standard. Geht nicht mal, ist nicht mal auf Minecraft bezogen. Ich spiele aber halt auch andere Spiele und ja. Ich nehme das dann nicht immer erst wieder raus. Das ist bleibt einfach so drin. Ach, ist das denn ernst? Das kommt alles weg. Hier muss ich auch den Boden teilweise wegmachen. Okay. Na, warte, warte, warte. Warte. Ah, so. Okay, okay, okay. Hier mache ich das da einfach weg. Hier immer die Mitte ansetzen. Hier mache ich das so und dann passt das. Ah ja, und hi, Mike. Hi. Okay, gehe ich jetzt hier rüber. Das ist ungeil. Mache ich hier. Ich werde das so als Platz lassen. Ich werde das so als eine Ebene machen, einfach. Denke ich. Weil hier ist ja auch der Weg mit den Batterien drin. Verbraucht jetzt so von gerade eigentlich was? Oh ja. Oh. Oh ja. Doch. Doch. Da wird was. Oh, nicht gut. Ich brauche ganz schnell wieder Strom. Nee, ich brauche noch eine Itemleitung. Ich muss das ja alles mit dem System verbinden. Ach, verdammt. Da war ja was. Und ich wollte das ja mit dem Notfallschalter machen. Ach, stimmt, da war ja was. Das wollte ich auch noch machen. Okay, dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz hochgehen und gucken. Dass ich da von Immersive was zusammengebastelt kriege. Ich denke schon. So, Stein, komm weg. Lea, hi. Hi, hi. So, so, so. Zack, 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 zack.
Facecam muss ich leider erstmal kurz auslassen. Meine Facecam spinnt rum. Also nicht mal die Facecam, das ist der Greenscreen, der rumspinnt. Wenn ich wieder einkriege, kann ich wieder anmachen. Aber ich bin gerade nur zur Hälfte da, also. Ich bin ein Geist. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Alles meins, meins, meins. Oh, ich habe schon keinen Platz mehr. Okay, die Stromkabel brauche ich dann eh gleich. Ich brauche noch Itemkabel ganz dringend. Damit ich das alles automatisieren kann. Mit einem Hauptschalter, dass ich die... Wo sind die? Ach, hier oben. Dann kann ich das Kraftwerk auch manuell abschalten. Das heißt, ich kann das anschalten, wenn wir hier sind. Wenn ich sage, okay, ich brauche ganz viele Ressourcen. Ne, hole ich einen Zug mit Roherz her, schmeiße das ins System, schalte das Kraftwerk an, dann erwacht Sofengarde quasi. Wenn wir dann quasi, wir sind ja dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich hier in Sofengarde. Also, wie, wenn wir dann in Midgard sind, dann bin ich, ne, dann, die Projekte gehen dann ja auch weiter nach Süden oder Osten, Westen. Wir bauen dann ja woanders weiter. Das heißt, wir sind nicht mehr so oft hier. Dann würde ich wirklich auch zum Beispiel das Schloss, also das, ne, so alles ein bisschen überwuchern lassen und so. Dass das alles so ein bisschen verwildert aussieht. Und wenn man halt wirklich das Kraftwerk einschaltet, dass es so nach dem Motto, jetzt erwacht Sofengarde wieder aus seinem Schlaf. Ne? Die Schmiedeöfen fahren hoch, alles wird eingeschmolzen. Sowas finde ich ganz cool. Ich weiß ja nicht, ob man das so machen kann, aber. In welcher Version spielst du? 1.7.10. Vielleicht nicht die performanteste Version, aber. Also ich denke trotzdem immer in der besten Version eigentlich mit.